Ich, so kleine Kinder, ich lieb's. Alter, ist ja krass. Was war das denn? Mein Herz rast. Steph, ich glaube, du hast da gerade wirklich ein Feuer in Diane entfacht. Das wäre nicht das erste Mal. Leute, das war voll geil. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Mal schauen, was wir so erfahren von ihr. Passwort geschützt. Hm. Wer hätte das gedacht? Natürlich. Ich bringe ihn zu Riley. Vielleicht kann sie helfen. Sie kennt sich mit Technik aus. In der Zwischenzeit müssen wir ein Lag veranstalten. Oh Gott, das wäre lustig. Schnapp dir deinen Hut, wir sehen uns im Park. Oh Gott. Und denk an deine Gitarre, okay? I will. Eine Frage. Wenn das Lab vorbei ist, kann ich die Mütze behalten? Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie du dich schlägst. Na dann. Alter, Challenge accepted. Und? Ist das Teil fertig? Ja, gerade so. War die ganze Nacht wach. So viel habe ich seit Jahren nicht geschnitzt. Okay. Ich brauche meine Gitarre und die Mütze, die Steph mir gegeben hat. Okay, Lab, here we come. I am scared. Ich sehe der falsche THC-Fruchtgummi. Ich weiß immer noch nicht, ob Alex da gelogen hat oder ob das wirklich einfach, ob sie ein bisschen übertrieben hat. What hell? Sheriff von Cannison County. Typhon entlastet Typhon offiziell von jeglichem Fehlverhalten, die zum Tod eines Mannes durch Typhon-Explosion geführt haben. Crazy. Typhon entlastet Typhon, das ist ja wirklich crazy. Komisch, dass sie nicht ihrer Schuld zugeben, way. Die Sheriffsbehörde möchte Ihnen ein kurzes Update bezüglich der laufenden Ermittlungen im Todesfall von Gabe Chen geben. Herr Chens Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft. Die Ermittlung läuft allerdings noch. Wir möchten Mitglieder der Gemeinde, die womöglich über wertvolle Informationen verfügen, ermutigen, hervorzutreten und diese mit uns zu teilen. Unser Ziel ist es, ein gutes Verständnis der Ereignisse zu haben, die zu Herr Chens Tod führten, und zukünftig weitere Unfälle in der Gemeinde zu vermeiden. Vielen Dank für Ihren Dienst, Deputy Pike. Wenn es ein Unfall war, warum ermittelt ihr noch? Wie oben erwähnt, ist unser Ziel jetzt genug, Informationen zu sammeln, um derartige Unfälle in der Zukunft zu vermeiden. Unfall. Unnötige und Anführungszeichen. Miam, ich lecke gern Stiefel. Ich geh wieder an deinen sicheren Rückzugsort. Das ist wohl jemand sehr, sehr angewiesen auf den Job. Bitte zwingen Sie mich nicht, die Kommentare zu deaktivieren. Wir haben diese Nacht, diesen Nachmittag geschlossen und Jeff ist, Alter. Wir haben diesen Nachmittag geschlossen, um an Steph Gingrichs Live-Action-Spiel teilzunehmen. Wir sind heute Abend im Park für das Frühlingsfest. Viel Spaß, Live-Action-Spiel. Was, das nennt sich Lab-Paar. Das wusste ich, ich habe dich bloß auf die Probe gestellt. Hey, ich meine, Live-Action-Spiel ist ja gar nicht so schlecht, ne? Ich meine, die ersten zwei Buchstaben sind richtig. Und ich meine, Spiel auf Englisch wäre Play. Das heißt, wir haben sogar drei Buchstaben richtig. Fehlt nur einer. Das Roll fehlt ja noch dazwischen. Aber ansonsten passt es ja eigentlich. Ablenkung. Okay. Okay. Kurz, dann wird natürlich noch ein bisschen um, bevor wir jetzt losgehen. Blackie ist geschenkt dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Ja, ich meine, hey. Er ist halt. Es ist auch schön, dass er sich also auch so gefreut hat. Die Belohnung musste jetzt nicht sein, aber hey, es ist doch schön, dass er sich gefreut hat. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. Ich weiß, es ist Ethans Spiel, aber ich bin Stufe 73 und werde ganz bestimmt nicht aufhören. Wann bist du das geworden?
The Sword of Dust and Daylight. USK 16, Peggy 16. Da habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe Steph kein einziges Mal besiegt. Das muss bedeuten, dass ein Sieg überfällig ist, oder? Das stimmt. Das ist absolut richtig. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun. Also ich fühle mich ganz sicher mit meinen Entscheidungen bis jetzt. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos. Das stimmt. Ich bin sehr froh, dass Steph auch immer noch da ist. Ne? Also ich finde es sehr, sehr cool, dass sie halt jetzt einfach Steph gesagt haben, hey, Before the Storm, da hat man sie so geliebt. Wir müssen sie jetzt ins nächste Spiel bringen und ich finde das sehr, sehr gut. Aber auch, dass ihre ganze Liebe für Dungeons & Dragons beziehungsweise jetzt sogar ins Lab übergegangen ist und einfach gesagt, hey, we got this. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Sie meinte, Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt, aber ohne Sonnenbrille. Ach, Eleanor. Ich hoffe wirklich sehr, dass das Ganze nicht schief geht. Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Absolut nicht Firmen-Sabotage-Aufgabenliste herausfinden, was mit Diane los ist. Sie vielleicht lesen. Alex arbeitet daran. Öffentliche Aufzeichnung für Typhon-Unfallsberichte überprüfen, rechtliche Wege einer Beschwerde gegen Typhon einzulegen. Wie sich herausstellt, ist Gesellschaftsrecht kompliziert. Privatdetektiv kontaktiert. Alle drei sind eher teuer, vergesst es. Andere Typhon-Städte in den USA, in Ausland nachgucken. Bergarbeiter in den Black Lantern ausspionieren. Willst du, dass ich gefeuert werde? Nein, mit dem Dark Web einen Hacker finden. Konnte das Dark Web nicht durchsuchen. Eine Pause erlegen und Nightmare on Elm Street gucken. Erledigt, erledigt. Na, immerhin haben wir einen guten Horrorabend gemacht. We love to see it. Ich glaube, Freddy Krüger wäre tatsächlich sehr hilfreich, wenn wir einfach kurz einfach in Dianes Träume gehen können und ein bisschen Steph, gucken können. Ich werde dich umbringen. Alex, Steph sagte mir, dass du bereit wärst, in unserem nächsten Abend mit offenem Mikrofon zu spielen. Das würde die Stimme auflockern und das Eis brechen. Klappt das für dich, Chat? Ui. Ich meine, ich bin dabei, ne? Absolut, komplett zu 100%. Aber ich würde weinen, wenn das passieren würde. Ich wünschte, ich wäre Steffs Rat gefolgt. Ugh. Alex, vielen Dank für die Kickerrunde. Ehrlich, ist immer nur ein davon, Steph. Okay, also war es kein Test. Das habe ich mir fast gedacht. Das war ja mega überraschend, dass das Vielleicht sollte ich etwas auflegen. Dann Kings of Leon, let's go. Jedes Mal, wenn ich mir diese Platte anhöre, bringt sie mich direkt zu diesem Moment mit Gabe zurück. Nein, hau raus. Es ist schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Hey, du. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Nee. Das ist ja auch richtig. Also die beiden sind nicht nur mit dir befreundet, weil Gabe kannst es. Dann wären sie nicht mehr Freunde. Bin ich sehr sicher, gerade bei Ryan und Steph, wenn die dich nicht mögen würden, oder beziehungsweise nur mögen würden wegen Gabe, dann wüsstest du das. Und das tun sie nicht. Sie mochten Gabe, aber sie lieben auch Gabe. Es ist
alles immer schwierig. Ich finde es immer noch so schwierig, aber mit Gabe einfach so, man kannte ihn jetzt einen Tag in Anführungszeichen. Aber es ist so, als kennt man ihn schon seit Ewigkeiten. Well. Dann wird er so genommen. Das ist alles so kompliziert. Wie die Musik dann aus, finde ich frech irgendwie. Check up here, Road. Brianna lag. Naja, ich meine, let's go, ne? Steph hatte recht. Die haben es echt drauf. You love them, I promise, Steph. Okay. Na, wir können rein. Warum nicht? Nehmen wir die Zeit. Ich meine, entspannen so. Und ja, das Stressige, Schreckliche passiert. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Klar, das ist nicht jeden. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Oder sehe ich mich ja wirklich. Oh. Life is Strange Musik ist einfach immer gut. Ne? Es ist wirklich nicht normal. Es gibt keinen schlechten Song in diesen Spielen. Es ist wirklich einfach. Life is Strange, dass sie so ein Genre einfach werden. So oft, aber dass ich mir irgendwie denke, so, boah, das ist so ein Song, der würde so perfekt in Life is Strange reinpassen. Das ist wirklich nicht normal. Alter. Das ist ein wunderschöner Song. Dude. You can't do this to me right now. Boah. Die krasse Life is Strange Feelings, ich kann einfach bekommen, weil es ist ja nicht normal. Ich meine, es ist ein Life is Strange, aber immer, ne, so, Alter. Oh, ich lieb's. Das ist ja so geil. Oh Mann, ey. Okay. Dann haben wir noch mal kurz in die letzte rein und dann gehen wir, glaube ich, auch mal in Richtung Lab vielleicht. Brianna Lilac. Natürlich investiere ich all mein Trinkgeld in die Erweiterung meiner Plattensammlung. Das finde ich gut. Das verstehe ich sehr gut und das mache ich genauso. Ich meine, literally, ich habe eine ganze Wand, wo einfach meine ganzen Vinyl-Platten rumhängen. Und die wird da nicht aufhören. Also, ich suche immer noch Platz dafür, wo ich neue hinhängen kann. Selena oder also Selena Gomez oder Taylor Swift oder Panic at the Disco oder Alec Benjamin oder whatever. Ich
Und es füllt sich einfach immer mehr und immer mehr. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Es wäre auch schade, dass die ganzen Platten seinen Job, neue Sätze haben. Seine Wohnung. Oder zumindest sein Leben hier. Nur eben Musik abspielen. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich will sie sich trotzdem anhören. Ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Und was auch die Wahrheit ist übrigens immer noch, ne? Die beiden würden nicht mit dir befreundet sein, wenn es nur um Gabe gehen würde. Die ganzen Part einfach wirklich nur hier und hören uns einfach Musik an, was schön wäre, aber wir müssen auch ein bisschen umgucken. Es ist schade, dass die Musik nicht einfach weiterläuft. Ich wünsche, können wir einfach so immer wieder ändern und dann läuft sie einfach weiter. Ich krieg dich immer noch nicht auf. Irgendwo hier muss doch ein Schlüssel sein. Okay, dann werden wir gucken. Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen. Das wird so cool, ne? Ich hab ein bisschen Angst, aber es wird auch so cool. Ein Tag im Königreich von Kallens. Willkommen, Reisende. Heute besucht Thaenor, der Monsterjäger, das notleidende Stoneborn, die Hauptstadt von Kallens. Kann er die hungrigen Monsterhorden töten und das Königreich retten? Lab-Grundlagen. Ein Lab, Live-Action-Roleplay, ist ein Spiel, in dem die Spieler ihre Charaktere durch Aktivitäten darstellen mit Kostümen und Requisiten für noch mehr Spaß. Sicherheitsregeln. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Schlagt nicht zu hart zu. Zielt auf Arme, Beine, Torso, hinten, Seiten, Seiten vorne. Vermeidet Hände, Füße, Nacken, Kopf. Spielt es aus, wenn ihr getroffen werdet, lasst ein Grunzen hören oder zeigt eure Verletzung. Danke für eure Hilfe, es bedeutet mir viel. Dein Charakter, Name Erwin. Volk Halbelf, Klasse Barde, Stufe 1, Trefferpunkte 10, Angriff von Name, Effekt, verstimmter Akkord, ein Schaden, Magie, Name, Effekt, heilende Serenade, plus 1 Gesundheit für dich und deinen Verbündeten, ergreifende Hymne, verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Hintergrund, seit einer ungewöhnlichen Begegnung mit einem Schreckenswolf, den ihr laut verstockt als Elf in deine Bart. Ist die Elfin die Bardin? Wir können scrollen, aber sehr langsam auch nur. Können wir irgendwie schneller scrollen? Ich weiß nicht. Ich muss einzeln klicken, ich kann euch nicht gedrückt halten. Okay, einfach einzeln. Ah, ne, ah, ich kann scrollen. Nevermind. Eine treue Gefährtin von Thaenor, dem Monsterjäger, die zwei haben viele Prüfungen bestanden und folgten vor kurzem dem Ruf nach Helden in die Stadt Stoneborn.
Thanor, Volk Mensch, Klasse Krieger, Stufe 1, Trefferpunkte 10, Angriffe, Name, Effekt. Stich 2 Schaden, Flammenklinge 1 Schaden bis 1 Feuerschaden über die nächsten 2 Runden. Magie, Name, Effekt, Schild des Mutes beschützt Thanor vom nächsten Angriff. Hintergrund Thanor, der Monsterjäger ist der größte Held der Natter. Es ist der größte Held der Natter Halbinsel. Selbst das kleinste Kind weiß, dass er einmal mit bloßen Händen einen Talbär besiegte und einen Speer in die Brust eines fliegenden Gespenstes schleuderte. Dank Thanors unvergleichlicher Stärke wurden ganze Städte von der Geißel der Dunkelheit befreit. Hier haben wir die Karte von Stoneborn. Die Hauptstadt von Karlens, das Sommerschloss an seiner Majestät, die Königstraße, der Düstige Möwe, das Elster Emporium, Spinnenbeingasse, Fluss der Sorgen, Schreckenswolfhöhle, Achtung, Sumpftroll. Okay. Hier noch Schuschu. Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. Und macht dein Passwort. Wir können uns umziehen wieder. Ja, was machen wir denn mal? Die alle nicht so gut, ne? Also, der ist okay und halt unser Standardding. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich mag das, dieses Braun und Rot finde ich eigentlich ganz geil. Sehen wir mal so. Fahrrad. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Wenigstens hatte Ryan was zu lachen. Well. Gehen wir gleich hoch. Heat. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Alex, ich weiß dein Angebot, Miete zu zahlen, zu schätzen, nimm dir ein paar Monate, um deinen Sparschwein zu füllen, dann können wir reden, Jed. Boah, Jed ist so einfach so ein Lieber, ne? Das ist wirklich, ich liebe den einfach. Ich liebe diesen Mann einfach sehr.